Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz-Koblenz-Mainz und haben heute die Aufgabe, unseren Fernzug, unseren ICE 1BR401 bis nach Mainz Hauptbahnhof zu fahren. Und im Moment stehen wir hier im Betriebswerk von Koblenz und haben die Aufgabe, natürlich erstmal diesen Zug an den Bahnhof zu fahren. Fahren werden wir, wie gesagt, den ICE 1 in Europa-Lackierung. Es ist ja bald Europawahl am 14.06. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Werbung dafür. Und da wir Oder da ich ja eigentlich da immer für ungewöhnliche Dinge bin, für Dinge, die so eigentlich im alltäglichen Leben nicht vorkommen. Wir haben ja in dem letzten Szenario waren wir ja ziemlich realitätsgenau, indem wir unseren Zug mittels einer Diesellok an den Bahnhof gefahren haben und dort mit unserer eigentlichen Zuglok verbunden haben. Habe ich mir heute gedacht, wir machen mal etwas, was so gar nicht im alltäglichen Leben vorkommt. Zumindest habe ich das noch nicht gesehen. Und zwar haben sich hier zwei ICE-1 Einheiten zusammengetan. Möglich ist das nur im Zugverbandseditor. Es ist so auf freier Strecke, also wenn ihr das versucht, also wenn ihr zwei ICE hier in der Sandbox hintereinander stellt und versucht, die zu verbinden, das ist nicht möglich. Aber im Zugverbandseditor, also Information Editor, ist das eben doch möglich. Und da habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Doppelwerbung für die Europawahl in Form von Europalackierung. Und ich habe soweit den farbig gelegt bis zum Bahnhof. Wenn dort die Fahrgäste zusteigen lassen und uns dann auf den Weg nach Mainz Hauptbahnhof machen. Ich habe schon auf diversen Strecken versucht, das zu machen. Das ist lenktechnisch gar nicht so einfach. Hamburg ist gar nicht möglich. Lübeck habe ich versucht, vom Betriebswerk an den Bahnhof zu fahren. Das hat auch soweit geklappt, aber dann, ja, hat das nicht so funktioniert mit dem Wiederaktivieren und ach, da muss man ja den Führerstand wechseln und all solche Dinge. Hier auf der linken Rheinstrecke ist das möglich, weil wir in einer Richtung fahren. Also wir fahren praktisch in diese Richtung zum Bahnhof und fahren dann auch in diese Richtung weiter nach Mainz. Deswegen ist das alles kein Problem. Ich habe mir gedacht, wir machen das einfach mal, müssen noch die Zugspitzensignale einstellen, sehe ich gerade, und dann können wir uns eigentlich auf dem Weg nach zum Hauptbahnhof machen und uns dort ja, dann die Türen öffnen und uns auf die Weiterfahrt nach Mainz vorbereiten. Ich würde sagen, das machen wir. Machen noch ein schickes Foto, würde ich sagen. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Wunderschön. So, das heißt, wir lösen hier die Bremse. Das haben wir soweit. Genau. So. Müsst ihr jetzt. Ach nee, wir haben noch eins vergessen. Fällt mir gerade ein. Müsst noch eins machen. Genau, das vergesse ich nämlich sonst immer. Wir müssen nämlich zu dem anderen Triebkopf laufen und dort die Bremse lösen, beziehungsweise den Führerstand aktivieren und den Fahrtrichtungswind auf neutral stellen, weil sonst kommen wir nicht vom Fleck, der bremst nämlich. Das muss man auf jeden Fall machen. Das habe ich jetzt in der Eile total übersehen. Das müssen wir eben machen, aber das ist ja kein Problem. Laufen wir da eben hin, steigen da ein, lösen das Ganze und dann sollte es auch vorangehen. Also ich habe das schon getestet, fahren können wir auf jeden Fall. Wir kommen auch gut vorwärts, nur es ist notwendig, dort in dem anderen ICE, also in dem anderen, der angekoppelt ist, praktisch dort die Bremse dann zu lösen und den Triebkopf praktisch zu aktivieren, sodass keine Bremsung mehr hier erfolgt. So. Wir müssen auch hier den Bremsschlüssel aktivieren, also freigeben. So. Das heißt, wir müssen das immer machen. Das. Das. Und das. So, damit wäre das Problem auch gelöst. Dann können wir wieder zu unserem vorderen Triebkopf gehen. Schließen hier allerdings die Tür. Genau. Wunderbar. Wunderbar.
Ich wollte das nämlich immer schon mal haben. Doppeltraktion ICE1. Und ich habe mir gedacht, irgendwie muss das doch möglich sein. Und dann habe ich mir das einfach mal im Formations Editor angeschaut. Zwei ICE1 genommen und zack, es geht, funktioniert, überhaupt keine Probleme. Auch bei den Daten, da steht ja meistens, kann auch manchmal stehen, fehlgeschlagen. Aber da stand hervorragend ausgezeichnet, alles gut. Und dann habe ich mir gedacht, gehen wir auf Strecke, versuchen wir das Ganze. Und siehe da, es funktioniert. So, dann heißt es jetzt Bremse lösen. Fahrmotorlüfter aufschalten. Und dann sollten wir hier eigentlich gut von der Stelle kommen. Na also, geht doch. So, bis zum Bahnhof fahren wir noch ohne Zugsicherungssysteme. Immer noch keine Spitzensignale aktiviert. Jetzt aber. Genau. Natürlich ein bisschen mehr aufschalten hier. Wunderschön, wunderschön. Einfach nur geil, einfach nur geil. So, da kommen wir dem Bahnhof immer näher. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz an den Bahnsteig passen, das ist natürlich logisch. Aber ich glaube, das ist auch nicht so ganz so tragisch. Wichtig ist, dass wir vorm roten Signal halten. Wunderschön, wunderschön. So, da sind wir schon. Das 5 werden wir halten, also an diesem hier. Ich habe versucht, den einigermaßen den längsten auszusuchen. Also einen der längsten, wir überhaupt einigermaßen Platz haben. So, wir lassen uns einfach noch ein bisschen rollen, würde ich sagen. Wenn ich zu früh anhalten, ich will nur nicht zu schnell wer sein. Ich weiß nicht, wie das mit dem Bremsen ist vor dem roten Signal. Lieber ein bisschen langsamer sein als zu schnell und dann nicht mehr bremsen können. Wenn man auch keinen Zeitdruck, dann kann man lieber ein bisschen langsamer sein. Also, funktioniert doch. So, wir öffnen die Türen. Gönnen in derweil natürlich jetzt weiter die Route Richtung Mainz.
Mainz setzen. Das ist ja das Schöne an der Strecke, dass das eine Richtung ist. So. Dann schauen wir mal. Sehen wir uns ja auch das längste Gleis, wenn es geht. Ja, ich denke, das dürfte genügen. Ja, im Grün, das ist doch geradezu geil. So, ich würde sagen, wir machen noch ein schickes Foto von unserem zusammengekoppelten ICE1 hier. Das ist kein alltägliches Bild, würde ich jetzt mal so stark behaupten. Aber ja, im TSW ist irgendwie alles möglich. Ihr seht, wie wir hier stehen, das ist sowieso an sich schon ein kurioses Bild, aber okay. So, ich würde sagen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wunderschön. So, dann würde ich sagen, schließen wir die Türen. Und dann haben wir Ausfahrt. Nächste Station, Mainz Hauptbahnhof. Fahrmotorlüfter aufschalten. Und auf geht's. Göttlich, göttlich. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Ich liebe es einfach. Ich würde sagen, ich schweige, weil ihr genießt. Genau, da war ja was. Zugsicherungssystem, um Gottes Willen. So, jetzt mal wieder sauber. Ich hatte die Zugsicherungssysteme nicht eingeschaltet, um Himmels Willen. So, unser vorderer ICE ist wahrscheinlich schon in Mainz, während wir immer noch in Koblenz sind. Alter Schwede, geil, das ist einfach zu geil. Was ein göttliches Bild. Ach, herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es, im TSW zu experimentieren. Ich liebe es einfach. So, 140 dürfen wir schon. Sollten wir das noch tun?
Wunderschön. Wunderschön. Es ist früher Abend, 19:20 Uhr, die Sonne geht so langsam, aber sicher unter, es dämmert. Und wir machen uns mit unserem Doppel-ICE-1 auf den Weg von Koblenz Hauptbahnhof bis nach Mainz Hauptbahnhof nonstop. Noch gut 60 Kilometer zu fahren. Und wenn ihr Bock heute Abend auf den Livestream habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe ja schon eine Abstimmung gepostet in der Community. Sollte die positiv ausfallen, wird es heute Abend ab 21 Uhr, 21:30 Uhr einen Livestream geben. Und ich habe mir gedacht, es wird mal wieder ein Wunsch-Livestream. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt es unter den Post in der Community und dann wird das hoffentlich alles so stattfinden, wie ich mir das vorstelle. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Also die Möglichkeiten hier, die sind nahezu unbegrenzt. Das muss man wirklich sagen. Also bis auf die Strecken, die noch nicht so vorhanden sind, also die fehlenden Bahnhöfe. Ist hier fast alles möglich. Also das muss man wirklich mal so sagen. Vor allem hier dieser Zugverbandseditor, der macht schon vieles, vieles möglich. Von dem, was eigentlich so real gar nicht möglich ist, kann man hier wirklich verwirklichen und ich sag ja, seiner Kreativität, seiner Fantasie hier wirklich freien Lauf lassen. Und das ist wirklich absolut fantastisch. Das muss man wirklich mal sagen. So, dann fahren wir nach wie vor mit 100, knapp 140 hier durch die Lande am Rhein entlang hinein in die Dämmerung, in die werdende Nacht bzw. in den Abend hinein. Es wird immer ein Stückchen dunkler, je weiter wir kommen, je später es wird. Da finde ich diese Strecke hier wie. Also wirklich magisch, das ist wirklich eine der schönsten Strecken von TSW. Das muss man einfach mal sagen. Vor allem, wenn so die Sonne untergeht, das ist einfach traumhaft. Ich habe auch diesmal ganz bewusst auf dynamisches Wetter verzichtet, sondern wirklich hier klares Wetter angegeben, also Benutzer definiert und dann auf klar gemacht, damit wir hier auch die ganze Fahrt über die Dämmerung genießen können. Weil das ist einfach ein wunderschönes Farbenspiel, das kann man nicht anders sagen. Die Wolken so langsam lila werden, der Himmel lila wird, die Sonne untergeht, das ist einfach wunderschön. Das ist auf jeden Fall meine Meinung und mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich sehe das so. Oder fahren wir mit unserem ICE zur Europawahl. Anlässlich der bald stattfindenden Europawahl am 14.06.2024
Ob ihr da wählen geht, das ist natürlich vollkommen euch überlassen. Was ihr da wählt, noch viel mehr. Jeder muss wissen, was er wählt. Jeder muss auch wissen, was dann passiert, wenn eventuelle Parteien an die Macht kommen, die es vielleicht nicht unbedingt gut meinen mit unserem Land. Das muss jeder selber wissen, ob was er da tut, wo er das Kreuz setzt. Ich werde hier niemanden versuchen zu beeinflussen. Ich denke, das kann jeder selber entscheiden. Nur ob das immer alles so von Vorteil ist, wenn gewisse Parteien an die Macht kommen, die versuchen, unser Land irgendwie in irgendeine Richtung zu drängen, zu spalten. Ob das dann vielleicht von Vorteil ist, wenn man sich deren Wahlprogramm so anschaut, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist alles Sache von euch, was ihr wählt, ob ihr wählt. Dafür gibt es die sogenannte Wahlfreiheit in unserem Land. Wir sind hier nicht in Russland, wo praktisch nur eine Partei zu wählen ist, und wenn man irgendwas versucht, was anderes zu wählen, dann kann es schon mal sein, dass man da dort Repressalien ausgesetzt ist und irgendwelchen Verfolgungen ausgesetzt ist. Das ist in unserem Land Gott sei Dank nicht so, und das sollen wir auch stolz drauf sein. Deswegen darf jeder wählen, was er will. Ob er wählen geht, ist auch frei entscheidbar, und das ist auch gut so. Nur wie gesagt, man muss sich immer hinterfragen, ob das alles so von Vorteil ist, wenn gewisse Parteien hier das Zepter in die Hand nehmen. So, das ist mein Kommentar dazu. Nichtsdestotrotz sollten wir alle, die Veränderungen wollen, die frischen Wind in Europa haben wollen, sollten zur Wahl gehen, dort ihr Kreuzchen setzen und dann abwarten, ob das alles so kommt, wie er sich das wünscht. Wir jedenfalls haben hier unsere Aufgabe, unsere ICE 1 Doppeltraktion mit Europalackierung von Koblenz nach Mainz zu fahren, und das klappt bisweilen ganz gut, muss ich sagen. Ihr seht es da hinten, wir haben unseren ICE1 einfach mal gedoppelt. Und ja, sowas ist alles möglich im Information Editor. So, 100. Wunderschön, wunderschön. Ich kann mich da einfach nicht dran satt sehen. Ach, jetzt spielt der Dinger wieder. Jetzt haben wir's. Manchmal spielt mein Controller, habe ich das Gefühl. So, die nächste Frage wird sein, wie lang ist der Bahnsteig in Mainz? Das wird jetzt noch so eine Aufgabe für sich, aber das sehen wir dann, wenn wir da sind. Zur Not stehen wir dann halt ein bisschen außerhalb des Bahnsteigs. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so tragisch. Hauptsache, wir kommen heile an. Wir sind noch nicht mal ansatzweise mit dem letzten Stück am Bahnsteig dran, während wir da hinten schon wieder Kilometer aus entfernt sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch das an. Guck mal, haben jetzt erst das Ende des Bahnsteigs noch nicht mal jetzt gleich erreicht. Jetzt. Und wir sind hier
Boah, Wahnsinn. So, wir dürfen 120. So, wir haben jetzt hier gerade gezogen. Wir sind fast schon wieder in der Kurve. So, nur 30 jeden Moment. Das ist immer so eine Ecke, so eine Sache hier mit dem Einstellen, das sage ich euch. Jetzt haben wir es. Da war doch gerade 103. Wollte ich doch gerade sagen. War ich zu schnell? Wahrscheinlich. Oder der ist nochmal zurückgesprungen. Kann ja auch sein. Wie ist das eigentlich, wenn man über ein grünes Signal fährt? Ja, es ist grün. Und in dem Moment, wo man drüber fährt, fällt es zurück auf Halt zeigend. Was passiert dann? Gibt es da eine Zwangse? Müssen wir dann anhalten? Selbstständig? Oder was passiert dann? Also da wäre ich sehr interessiert, wenn ihr mir das mal beantworten könnt in den Kommentaren. Weil das habe ich mich immer mal gefragt, wenn man über ein fahrtzeigendes Signal fährt und in dem Moment, wo man drüber fährt, also wo man praktisch das Signal passiert, fällt es zurück auf Halt zeigend. Was passiert dann? Muss man da Befehl 40 drücken? Bekommt man eine Zwangse, PCP-Zwangse, oder muss man selbstständig anhalten? Was passiert dann? Das würde mich echt mal interessieren. So, 120, 100. Erstmal auf 120 zurück. Kommt der nächste IC von BR103 und C-Wagen. Sofort, da haben wir schon erreicht. Genau. Haben wir auch noch ein schickes Foto. Das ist gerade so schönes Licht hier. Es ist einfach nur traumhaft. Das ist einfach nur traumhaft. Wunderschön. Wunderschön. So, dann dürfen wir jetzt auch gleich 110 wieder fahren. Genau, da ist es schon soweit. Und dann sind es noch 47 Kilometer bis Mainz.
Das ist natürlich das Teilstück, wo man noch nicht so schnell fahren darf. Ich glaube, das kommt dann erst, je näher wir Mainz kommen. Und die Strecke hat an sich sowieso, glaube ich, gar nicht so viele Highspeed-Passagen. Ich glaube, das Höchste, was man hier fährt, sind 160 Stundenkilometer oder km/h, wie auch immer. Gleich 90. Da werden wir wahrscheinlich eine etwas steilere Kurve haben, oder wir haben Gleiswechsel, oder wir fahren durch einen Bahnhof, wo wir halt nur 90 fahren dürfen. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall werden wir hier quittieren müssen, das heißt, oder? Wir gehen auf 90, das ist doch nicht quittierpflichtig. So, sah nur so aus, ist aber Gegengleis. Oder müssen wir doch quittieren? Nein, sieht nicht so aus. Wunderschön, wie wir hier durch die Häuserschluchten fahren. Das ist einfach traumhaft. Eine so wunderschöne Strecke. Ach, was freue ich mich auf Augsburg. Es sind jetzt noch 20 Tage. Dann geht's endlich los. Ah, gucke mal, da kommt der Karlsruher Steuerwagen samt der BR110 und seinen N-Wagen oder ihre N-Wagen. So, ist ja mittlerweile schon ganz schön dunkel geworden. So, dann dürfen wir gleich immerhin wieder 100. Ist jetzt zwar auch nicht so viel mehr, aber immerhin ein bisschen. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen in die langsamere Passage der Strecke. So, bringen wir mal ein bisschen Licht in die ganze Sache. Will ich auch was sehen. Auch im Tunnel.
gleich wieder 140. Das sieht doch gut aus. Kommen wir endlich wieder voran hier. Es ist ordentlich dunkel geworden, das kann man glaube ich so sagen. Jetzt in den letzten 20 Minuten ging es ja doch relativ fix mit der Sonne, dass sie verschwunden ist. So, die 140 müssen uns jetzt gleich eigentlich beschert werden. Ach, da sind sie. So, ich wollte dir mal was zeigen. Kommen wir da oben hin. Wunderschön. Wunderschön! Ach. So wollte ich es doch haben. So. So wollte ich es doch haben. Du Schande, ne? Ich wollte gerade sagen. Bloß kein rotes Signal jetzt. Hat sich Gott sei Dank aufgelöst. Aber trotzdem ist wir runter auf 120. Wieder ein rotes Signal. Oh Mann, was soll das denn jetzt? Jetzt ist grün. Ach mein Gott, was hin und her. Was ist uns denn da jetzt schon wieder im Weg? Du wer vor allem? Da. Nee. Da fährt uns irgendjemand den Weg voran. Ich könnte ihn entfernen. Aber das wäre ja auch nicht wirklich förderlich.
Irgendjemand ist da auf unser, ist da uns ein bisschen im Weg. So, wir können mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen hier. Vielleicht hilft das ja, dass er uns ein bisschen wegfährt. Wenn nicht, dann entferne ich den gleich. So, diesmal können wir dem roten Signal nicht ausweichen. Ach ja, irgendwas ist da auf unserem Weg. Wird wahrscheinlich irgendein Nahverkehrszug sein, der uns da so ein bisschen behindert. So, warten wir das nächste Hauptsignal ab, bevor wir beschleunigen.
Das habe ich mir nämlich gedacht. Dann machen wir mal kurz Folgendes. Scheiße, was war jetzt tiefer? Das. Dann machen wir nämlich mal Folgendes kurz. Wo ist die Drecksau? Ich finde die gerade nicht. Jetzt muss ich gleich wieder quittieren wahrscheinlich. Ist der jetzt da? So. Damit hat sich das Thema nämlich erledigt. Kein Bock darauf, jetzt hier stundenlang dem hinterher zu düsen. Die Strecke ist eh schon lang genug. Und dann müssen wir jetzt nicht alle Nase lang noch am roten Signal anhalten, nur weil das ein Güterzug oder ein Nahverkehrszug da im Wege ist, der irgendwie nicht auf Geschwindigkeit kommt. Das muss nicht sein. Dann macht man das einfach so und löst die Sache. Das ist ja hier Gott sei Dank möglich, im Free Roam. So, und dann sind es noch gute 30 Kilometer bis Mainz. So, dann dürfen wir auch gleich 130. Zwar jetzt. Stand ich dir im Weg? Ei, es tut mir aber leid. Gar nicht gemerkt. Sorry für den Stau. Nicht. So.
kommt wieder einiges auf uns zu. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Naja, macht nichts, kann passieren. So, jetzt sind wir gleich 160. Sehr, sehr nice. Na komm, spring um. Jawoll. Sehr, sehr nice. 160. Dreiundzwanzig Kilometer bis Mainz. So, jetzt ist man eigentlich schon wieder runter auf 150.
war es ja Gott sei Dank nur für einen kurzen Moment. Müsste ja eigentlich gleich schon wieder umspringen. Ich weiß gar nicht, sind dir damals auf der Strecke viele ICEs gefahren? Also ICE1, die Strecke ist ja 1997 angesiedelt. Und weiß nicht, sind da auf der Strecke, also im Vorbild, wirklich viele ICE1 gefahren? Ich weiß das gar nicht. Wenn ihr da Erfahrung habt, Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren. Dort stand übrigens der BR628, 628 oder auch 928. Können wir bei 150 bleiben, was soll denn der Blödsinn, das ist doch eine Scheiße. Wunderschöner, besternter Himmel. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Das sieht wunderschön aus. Einfach traumhaft. So, die Kilometer schmelzen dahin, 14 nur noch. Sehr, sehr schön. Ist doch toll, dass das so funktioniert hat, ohne Probleme. Mit unserer Doppeltraktion ICE1 BR401 auf dem Weg von Koblenz Hauptbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof. Gestartet sind wir im Koblenzer Betriebswerk, haben den Zug an den Bahnhof gefahren und sind dann ohne Probleme dort gestartet, um unseren Weg nach Mainz Hauptbahnhof zu beginnen zu fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat wunderbar funktioniert, ohne Probleme. Eventuelle Störungen durch Züge, durch langsame Züge, habe ich kurzerhand entfernt. Und ja, jetzt sind wir gleich in Mainz und ich denke, es war eine schöne Fahrt. Vor allem, weil das möglich ist, was ich gemacht habe. Es ist im Formations Editor möglich, das Ganze, falls ihr das nachmachen wollt, einfach zweimal BR401 verbinden und dann sucht ihr euch am Bahnhof aus
der am besten in eine Richtung geht. Also wenn ihr irgendwo in ein Betriebswerk starten wollt, dann sucht euch einen Bahnhof raus, der in eine Richtung fährt, wo ihr nicht den Führerstand wechseln müsst, weil dann habt ihr verloren. Und sucht euch einen Bahnhof aus, wo ja, der lang genug ist, weil das ist schon eine ordentliche Länge, die wir dann haben. Also Hamburg zum Beispiel ist sehr, sehr schwierig, habe ich gemerkt. Lübeck ist, könnt ihr den Betriebswerk starten, müsst ihr allerdings dann die Richtung wechseln, also Führerstand wechseln. Das ist ein bisschen problematisch, habe ich nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Der andere Führerstand ließ sich dann irgendwie nicht mehr aktivieren. Vielleicht habe ich da was falsch gemacht, keine Ahnung. Ich habe mir für meinen Teil heute die linke Rheinstrecke ausgesucht, bin im Betriebswerk gestartet, weil das ist ziemlich easy. Man fährt in eine Richtung, man fährt vom Betriebswerk an den Bahnhof und fährt dann auch in die Richtung weiter, Richtung Mainz. Und das macht die ganze Sache einfacher. Also wenn ihr das nachmachen wollt, sucht euch einen Bahnhof aus mit sehr langen Bahnsteigen. Ihr könnt zum Beispiel auch Dresden-Riese ausruhen, dann könnt ihr euch in, glaube ich, Königsbusche, wie der Ort da heißt, der 700, über 700 Meter Länge, das Nebengleis, da könnt ihr dann im Prinzip auch starten. Also ihr solltet da schon echt so ein bisschen auf die Länge des Zuges achten und auf die Länge vor allem des Bahnsteigs, weil sonst haut das nicht hin. So, wir werden dann jetzt gleich so langsam, aber sicher dann auch verlangsamt. Kommen wir auch so langsam Koblenz näher, 6 Kilometer gleich noch. Und in 3, noch was haben wir dann schon 100. Dann werden wir wahrscheinlich runter bis auf 80, 60, 40 runtergebremst. Und dann werden wir dort auch anhalten. 40 deswegen, weil wir mit Sicherheit ein haltzeigendes Signal vor uns haben am Mainzer Bahnsteig. Hier mit hier. Das schafft die AfB nicht alleine. So, das haben wir auch so weit geschafft. Gleich 80. Und dann werden wir am Bahnsteig 5 anhalten. So, wir haben Haltzeigensignal vor uns. Können wir direkt runter auf 40.
haben wir noch einen kleinen Gleiswechsel. Warum das denn jetzt? Machen wir denn jetzt mit einer Zwangsbremse? Kann ich mir jemand erzählen? Egal. Nehmen wir sie mit. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Egal! Bringt auch nichts, sich jetzt drüber aufzuregen. Es passiert und zack. Ende der Geschichte. Na komm schon. Wenn, dann wollen wir auch das ordentlich beenden hier. Ja, wir haben noch 100 Meter. So, das war unsere Reise mit unserem Mega Intercity. Intercity Express wohlgemerkt. Ja, hier vorne gehen die Türen auf. Können die auch aussteigen. Hier wird es schon schwieriger. Ja. Weiß ja auch nicht, warum wir nicht dieses Gleis hier genommen haben, aber das ist eine andere Sache. Lassen wir das. Müssen das Spiel auch nicht immer komplett verstehen. Fakt ist, dass wir hier ziemlich außerhalb des Ganzen stehen, würde ich mal so behaupten. Alter Schwede. Ja, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Müssen andere mit klarkommen. Ich hoffe, euch hat das Szenario gefallen, dieses ungewöhnliche. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Samstag, wie gesagt. Wenn ihr heute Abend einen Livestream wollt, kommuniziert das entsprechend unter meinem Community-Post, unter diesem Video. Ansonsten sage ich, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Ich freue mich auf Kanalmitgliedschaften. Ihr wisst, wie es geht, wo ihr das Ganze findet. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.